die Mauern. Grüß euch, die Buben. Ja, wie ihr sicher bereits erkennen könnt, sind wir auf unserem Hausberg unterwegs. Wir haben tolles Wetter, wir haben 26 Grad. Nicht zu heiß. Und ich möchte hier mal wieder ein paar Plätzchen anlaufen, wo ich schon länger nicht mehr war. Vielleicht nebenbei ein paar Pilze sammeln. Eventuell auch noch Wege laufen, da wo ich noch nicht war. Aber da schauen wir uns noch an, was auf uns zukommt. Also, gehen wir. Dann bin ich hier auf die Gottesanbeterin gestoßen. Ja, und ich sehe schon, ich kann schon wieder loskotzen. Alufolie, Bierflaschen, wenn ich mir das so ansehe, die kommen sicher von einem Baum hinten, so wie das aussieht. Und hier, der Eingang ist auch nicht mehr verdeckt, hier fehlen sich etwelche Zweige. Ja, und ich sehe schon, hier wurde eine entfernt. Hier oben, hier diejenigen, die ich abgeschnitten habe, die haben sich schön erholt. Aber leider kein schöner Anblick, der sich hier mir bietet. Ich gehe wieder weiter. Ich bin jetzt oberhalb des Steinbruchs. Auf der linken Seite hier befindet sich das Sperrgebiet. Da werde ich mal kurz hineinschauen, ob ich nicht doch ein paar Pilze finde. Heute ist Sonntag, da ist es sowieso safe, da wird eh nicht gesprengt. Sehr ein schöner großer Baumpilz. Der wächst auch noch. Hier mal das zu Drahtballvergleich. Natürlich immer wieder ein kurzer Blick nach oben, man das kann nie schaden. Ja, hier ging es jetzt etwas steiler herauf. Kann man auch auf der Kamera nicht zu erkennen. Und da sind wir dann oben. Ja, Freunde, ich schätze, ich bin jetzt circa auf der Hälfte vom Berg. Und ja, jetzt bin ich am Überlegen. Gehe ich ganz rauf oder nicht? Was sagt ihr dazu? Oh Gott, ich weiß, was ihr wollt. Ich soll rauf? Okay. Geh mal. Ja, Freunde, im Augenblick ist mein Puls auf 12.894, schätze ich. Hinter mir seht ihr schon, was wir geschafft haben, und hier vor uns dürfte das Ende liegen. Also, auf wie geht's! Ja, hier am Weg ein krummen Korken, an den lassen wir nicht da, den nehme ich mit. Ich bin hier oben. Da sitzen schon die ersten in der Sonne. Sind wir am Gipfelkreuz angekommen.
eine Seilbahn quasi. Biotop innen. Ja, ich bin jetzt wieder zum Steinbruch gegangen. Und ich denke, hier werde ich mir jetzt ein Käfchen mal genehmigen. Heute gibt es mal wieder was Besonderes, nämlich den Cappuccino mit Schokoladegeschmack. Der ist noch vom Siggi. Den werde ich jetzt genießen. Prost, Freunde. Ja, herrlich wieder mal. Ein richtiger Schokoladegeschmack. Was anderes. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank, Siggi. So, Freunde, jetzt bin ich fast wieder hier unten angelangt. Die letzte Strecke kennt ihr sowieso schon alle und werde mich gleich an dieser Stelle von euch verabschieden. Sollte mir noch was über den Weg laufen, werde ich es natürlich aufnehmen. Aber wenn nicht, dann kann ich mich wie immer bedanken, dass ihr so zahlreich dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und in diesem Sinne Servus die Malen und pfiat euch die Buben.